Ja, für das Durchbewegen erst einmal ganz wichtig, gut zu stehen. Beine stehen hüftbreit, die Füße im leichten V. Bitte beugt ganz leicht die Knie, sodass der Rücken schön gerade ist und öffnet eure Schultern. Schön weit nach hinten nehmen, Schultern öffnen, dahin, wo sie eigentlich sein sollten und den Scheitel zur Decke ziehen. Dann hat man das Gefühl, so leichtes Doppelkinn zu haben, das ist alles gut, das ist das sogenannte therapeutische Doppelkinn. Genauso stehen wir richtig. Arme am Körper, Daumen zeigt nach vorn. Und wenn es euch jetzt gut tut und ihr es könnt, dann schließt einfach die Augen. Seid ganz bei euch und fangt erst einmal an, gut zu atmen. Wir atmen tief ein durch die Nase und atmen langsam aus durch die Lippenbremse. Die Lippen liegen locker aufeinander, die Luft passt gerade noch so durch. Eigentlich ergibt das so ein leichtes Rauschen, wenn die Luft zwischen den Lippen entweicht. Bitte das Rauschen zulassen. Ausatmen dauert länger als einatmen. Und ich glaube, ihr habt schon nach wenigen Atemzügen ein gutes Gefühl. Der Brustkorb weitet sich beim Einatmen, der Brustkorb fällt wieder zusammen ein bisschen beim Ausatmen. Wir pumpen unsere Lungen so richtig schön voll mit Luft, mit Sauerstoff. Deshalb habe ich vorhin empfohlen, am offenen Fenster zu stehen. Das gibt dem Ganzen noch eine schöne andere Dimension. Die Arme gehen jetzt nach vorn. Wir atmen ein zur Vorbereitung. Handflächen so ein bisschen nach oben, habe ich noch vergessen zu sagen. Mit dem Ausatmen weit öffnen. Weit öffnen, mit dem Einatmen wieder schließen. Beim Ausatmen öffnen, wir lockern die Brustmuskulatur, machen die Gelenke geschmeidig. Ausatmen, öffnen und einatmen, wieder schließen. Auch jetzt ist es natürlich immer erlaubt, die Augen zu schließen. Man nimmt sich anders wahr, man hat einfach mehr von der Bewegung, ist ganz bei sich, findet leichter zu diesem schönen, langsamen Rhythmus, der sich mit der Atmung ergibt. Okay, nach den Wiederholungen gefragt, ich empfehle mindestens 8 Wiederholungen. So ganz genau nehme ich es damit immer nicht. Ansonsten ist die obere Grenze 15, aber auch da kann man bei dem Durchbewegen eigentlich nichts falsch machen. Wenn man merkt, diese Übung tut mir so gut, die will ich einfach noch länger üben, dann macht es einfach. Okay, Arme bleiben dann vorn, eine Handfläche zum Boden, eine Handfläche zeigt zur Decke. Wir atmen wieder ein zur Vorbereitung, öffnen mit dem Ausatmen weit nach oben, kommen wieder zurück mit dem Einatmen, wechseln die Hände und atmen aus und öffnen. Schön weit nach hinten öffnen, nutzt euren Bewegungsspielraum aus, den ihr habt. Seid da nicht vorsichtig, die Bewegung ist sehr langsam, die Bewegung ist geführt, es kann nie irgendwas passieren dabei. Es wäre schade drum, nicht bis an das Ende des Bewegungsspielraums, den ihr habt, zu gehen. Ausatmen, öffnen, einatmen, zurückkommen. Und wir wiederholen zusammen jede Seite noch einmal. Gehen neben den Körper, mit dem nächsten Einatmen, einen Arm gerade nach oben, ausatmen, weit in die Seite gehen, einatmen, wieder aufrichten, ausatmen. Achtet darauf, dass euer Arm lang bleibt, nicht der Arm beugt sich, das wäre nur vorgetäuscht, wenn ich mir dann einbilde, ich komme sehr weit in die Seite, dadurch, dass ich meinen Arm beuge. Wir bewegen tatsächlich den gesamten Oberkörper. Wir gehen weit in die Lateralflexion, eine sehr wichtige Übung für unsere Wirbelsäule. Einatmen, wenn der Arm nach oben geht, ausatmen, wenn wir in die Seite gehen, soweit es möglich ist, der Arm bleibt, wie gesagt, schön gerade. Und wir wiederholen jede Seite noch.
Wir nehmen die Arme beide noch einmal nach vorn. Atmen wieder ein zur Vorbereitung. Mit dem Ausatmen einen Arm öffnen, weit auflehnen, den Brustkorb. Der Kopf geht mit. Wir schauen auf die hintere Hand, haben dabei noch einen Effekt für unsere Halswirbelsäule. Wir lockern die Halswirbelsäule, einatmen, zurückkommen, ausatmen. Auch hier gilt wieder, wir gehen bis an unsere Grenze, an die Grenze des Bewegungsspielraumes. Wir machen das nicht ruckartig, sondern schön in einem Fluss. Mit dem Ausatmen öffnen, mit dem Einatmen wieder zurückkommen. Kopf mitnehmen, auf die hintere Hand schauen. Und wir wiederholen jetzt jede Seite noch einmal. Okay. Arme gehen nach oben. Wir prüfen mal zwischendurch wieder, ob unsere Knie noch leicht gebeugt sind. Wir atmen ein mit dem Ausatmen. Auf einer Seite tief gehen, auf der anderen Seite nach oben kommen. Schön langsam. Ausatmen tief. Einatmen nach oben. Wir denken mal wieder daran, wie wir atmen, durch die Nase ein, durch die Lippenbremse aus. Wiederholen noch zweimal. Okay, bleiben hier, warten einen Moment, atmen ein und wechseln die Richtung. Die Fingerspitzen dürfen so knapp über den Boden oder sogar ein bisschen auf den Boden schleifen. Wenn es euch nicht möglich ist, so tief zu gehen, kein Problem. Versucht es einfach jedes Mal ein Stückchen tiefer. Und wir wiederholen jetzt noch einmal. Wir stehen ein. Wieder in der neutralen Position, korrigieren uns nochmal, Schultern öffnen, Scheitel zur Decke, atmen ein zur Vorbereitung und gehen mit dem Ausatmen, Kinn auf die Brust, langsam nach unten. Rollt euch langsam ab, Wirbel für Wirbel, Fingerspitzen gehen so tief wie möglich und dann rollt euch langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Okay, beim zweiten Mal die Fußspitzen öffnen. Man kann das so weit öffnen, wie es möglich ist. Man muss natürlich noch stehen können. Fürs Hüftgelenk ist das weite Öffnen aber gut. Einatmen. Und es geht wieder mit dem Kinn auf der Brust. Langsam nach unten, Wirbel für Wirbel. Die Fingerspitzen dürfen den Boden berühren. Und wir rollen uns Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Okay, einmal die Fußspitzen nach innen. Auch hier kann ich so weit nach innen gehen, möglich ist. Einatmen mit dem Ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Und schön langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrichten. Okay, die Füße gehen noch einmal in die neutrale Position, hüftbreit, zartes V zwischen den Füßen. Einatmen und ein letztes Mal genüsslich. Langsam abrollen, Wirbel für Wirbel, so tief gehen, wie es möglich ist, ohne die Knie weiter zu beugen. Und langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Sehr gut gemacht. Okay. Einmal bitte die Füße zusammenstellen, richtig in einen Schlussstand gehen und dann bewegt einmal eure Beine. Kreist bitte in den Knien. Erst in eine Richtung und dann in die andere. Ich habe in der Einführung gesagt, diese Übung kann man auf einem kleinen Fleck machen. Ihr seht, das funktioniert. Braucht nicht viel Raum dafür. Okay, und wenn das zu langweilig wird, beschreibe ich einfach mal eine 8. Ich schreibe mit meinen Knien eine 8.
wischen mit einer großen Bewegung einen großen runden Tisch ab. Den Tisch vor uns abwischen, große Bewegung dabei. Sonst komme ich nicht auf der ganzen Tischfläche an. Und noch einmal hin. Und noch einmal her. Jede Übung, die euch besonders gut tut, gern auch länger. Wir wollen unser Video nur nicht so lang machen. Wir stehen noch einmal in der neutralen Position, Knie leicht gebeugt, gute Haltung des Kopfes ist jetzt ganz wichtig, therapeutisches Doppelkinn für die Halswirbelsäule. Bitte das Kinn zur Seite drehen, zur Mitte zurück und zur anderen Seite. Schön langsam auf die gute Haltung des Kopfes achten, nur das Kinn zur Seite drehen. Und zwar, soweit es wirklich möglich ist, wenn ihr merkt, es tut euch nicht so gut, trotzdem diese Übung machen, dann geht der Kopf eben nicht so weit zur Seite, aber ich kann das täglich wiederholen und werde merken, dass ich jeden Tag ein Stückchen besser klarkomme damit. Wenn ihr mit der Atmung verbindet, mit dem Ausatmen zur Seite, mit dem Einatmen zurück. Wir wiederholen jede Seite noch einmal. Und sind wieder in der neutralen Position. Achtung, wir legen ein Ohr auf die Schulter. Bitte aufpassen, nicht die Schulter bewegt sich zum Ohr, sondern das Ohr legt sich auf die Schulter. Ausatmen, zur Seite legen, einatmen, aufrichten. Und wir wiederholen jede Seite noch einmal. Okay. Und sind gleich fertig. Nehmen die Arme nochmal nach oben, Unterarme gegeneinander. Geben ein paar kleine Impulse nach hinten mit den Armen. Kopf bleibt vorn. Und bleiben dann an der hinteren Position halten. Atmen schön ruhig weiter. Bitte nicht die Luft anhalten. Irgendwie ist man immer geneigt dazu, die Luft anzuhalten. Wir atmen gut weiter, halten noch, halten, halten, halten. Okay, nehmen die Arme nach unten, gehen nach hinten, verhakeln die Finger ganz locker und geben die kleinen Impulse mal mit den langen Armen nach hinten oben. Kleine Impulse geben, locker und bleiben dann an der höchsten Stelle. Bleiben hier, halten, 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 halten und halten noch ein bisschen und gehen jetzt einfach nach und schwingen locker durch. Okay, das nenne ich durchbewegen. Viel Spaß dabei.